Herzlich willkommen, du liebe Seele. Mein Name ist Vivica und ich freue mich sehr, dass du da bist. Es ist so schön, dass wir hier jeden Dienstag zusammenkommen, um uns gemeinsam mit der göttlichen Kraft zu verbinden. Und wir haben ja jede Woche ein spezielles Thema, ein bisschen mehr in dem Fokus. Heute wollen wir uns mit dem Thema Lebensfreude beschäftigen. Das Leben ist ein Wunder. Kein Mensch kann wirklich erklären, wie wir hierher gekommen sind, wie Blumen, Bäume, Sträucher, Gewässer, Tiere entstehen und wenn wir mit wachen Augen und wachen Sinnen und offenem Herzen durch die Welt gehen, so können wir so viel Schönes entdecken. Ja, ich glaube, all die Schönheit ist dafür gemacht, um uns zu erfreuen und die Freude in uns zu nähren. Vielen Menschen ist allerdings im Alltag die Freude eher abhanden gekommen. Viele Menschen quälen sich mit Belastungen, Depressionen, schweren Gefühlen und suchen nach Auswegen, suchen danach wieder die Anbindung zu spüren zu sich selbst, zum Leben und zur Freude. Auch wenn es manchmal nicht so einfach ist, aus einem dunklen Tal wieder aufzutauchen und das Licht zu sehen, so gibt es doch eine wundervolle Möglichkeit. Ja, uns zu verbinden wieder mit dem Puls des Lebens, mit der Kraft des Lebens. Und alles in unserem Leben beginnt mit einer Entscheidung. Mit der Entscheidung, wieder Freude zu spüren oder die Freude noch viel mehr in unser Leben einzuladen. Ein großer Schlüssel zur Freude ist die Dankbarkeit. Es ist überhaupt nicht selbstverständlich, dass wir jeden Morgen die Augen öffnen und dass uns ein neuer Tag geschenkt wird. Es ist ein Geschenk. Und dass wir dieses Geschenk erhalten dürfen, ist allein schon Grund zur Freude. Wenn wir dunkle Momente haben, so ist es ganz, ganz wichtig, dass wir uns nicht in diese Dunkelheit fallen lassen, sondern dass wir immer wieder schauen, wo ist das Licht, wo ist die Schönheit, wo ist das, was mir wieder ein Licht entzünden kann. Uns selbst da kennenzulernen und zu wissen, was uns immer wieder aus den Tiefs herausholt, ist essentiell wichtig. Die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Und wenn wir ja in dunklen Momenten sind, so brauchen wir als allererstes den Entschluss zu sagen, nein, ich möchte schöne Gedanken, ich möchte wieder andere Gefühle und ich entscheide mich um, ich gucke auf das, was schön ist und wenn es nur ganz wenig ist, was ich sehen kann, vielleicht ist es einfach der Baum vor dem Fenster oder die Blume auf dem Tisch. Wichtig ist, dass wir immer wieder schauen, wo ist etwas, was uns Freude gibt und das ganz bewusst aufzusuchen, wenn die Gedanken schwer werden, die Gefühle schwer werden, wach zu werden und immer wacher zu werden für die Momente, die uns nach unten ziehen wollen, wenn wir negative Dinge gehört haben und sofort etwas suchen, was uns wieder mit positiven Gedanken und Gefühlen erfüllt. Das kann ein Beitrag sein, das kann ein Buch sein, in dem man ein paar Zeilen liest. Das kann ein Mantra sein, was wir uns selbst sagen. Schöne Musik, ein Spaziergang in der Natur, Bewegung. Wir haben selbst die Aufgabe, uns wirklich auch nicht in diesen Zuständen zu belassen. Und auch für uns da zu sein, wie wir für ein kleines Kind da sein würden, das vielleicht weint, weil es hingefallen ist.
dem kleinen Kind zu sagen, hey, schau mal, hier hast du etwas Schönes oder hier kommt die Umarmung oder komm, wir machen was Schönes. Das mit sich selbst auch zu praktizieren, ist ein großer Schlüssel, um mehr an Freude zu gewinnen. Ja, sich umzupolen letztendlich innerlich. Und die Dankbarkeit zu kultivieren. Jeden Abend auch zu sagen, für was bist du dankbar in deinem Leben? Was waren die schönen Momente? Vielleicht auch mal reinzuschauen, wo bist du reingefallen wieder? Ja, in trübselige Gedanken oder Verhaltensmustern, die dich eher, ja, deine Energie sinken lassen. Zu reflektieren, auch bewusst freudevolle Momente im Leben einzubauen, ist auch wichtig. Wir können schauen, was gibt uns Freude und das vielleicht sogar gar nicht hinten anzustellen nach der Arbeit. Das heißt ja immer, zuerst die Arbeit, dann das Vergnügen. Vielleicht ist das auch gar nicht wahr oder vielleicht können wir herausfinden, wie wir unsere Arbeit mit mehr Vergnügen verbinden können. Wir haben es auf jeden Fall in der Hand und es ist auch gut, sich Menschen zu suchen, mit denen man gemeinsam so einen Weg geht. Und ja, das kraftvollste Werkzeug für mich, mich immer wieder zu erinnern, mich wieder zu verbinden mit dem Strom des Lebens, ist das Aufnehmen der göttlichen Kraft, was wir gleich tun werden. Wir haben euch wieder ein Lied mitgebracht, Wunderland, und das besingt eben die Schönheit dieses Lebens und dass wir unsere Augen öffnen können wie ein Kind und wieder staunen lernen. Bis gleich. Erkannt, dass alles in uns liegt.
vom Ich zum Du zum Wir. Ja, du schöne Seele, schön, dass du da bist. Man kann es gar nicht oft genug sagen. Es ist so schön, dass wir auch hier zusammenkommen, gemeinsam uns einstellen auf die göttliche Kraft. Und ja, auch mich hat auch die Frage erreicht, ob die Heilstreams auch im Nachhinein noch wirken. Natürlich, es gibt gar keine Zeit in diesem Sinne. Wir können uns immer verbinden. Auch ja, wenn wir hinterher dabei sind, sind wir dennoch irgendwie mit dabei. Und das Heilstrom aufnehmen ist immer kraftvoll, auch wenn wir allein in unserem Kämmerchen sitzen. Also auch kein Problem für die Menschen, die vielleicht später erst dabei sein können oder später sich erst einklinken. Alles ist hinterher nachzuhören und da ist die Kraft genauso drin. Ja. Das Thema Lebensfreude. So wichtig. Denn ich bin im festen Glauben daran, dass ja das Göttliche, die Quelle, uns glücklich sehen möchte. Dass wir als Gotteskinder und Erdenkinder auch dafür bestimmt sind, unsere Talente zu leben, uns auszudrücken, uns zu freuen, zu lieben und zu lachen und dass wir das auch wieder lernen und kultivieren dürfen, dass das einen Wert hat, glücklich zu sein. Denn aus dieser Anbindung zum eigenen inneren Glück entsteht ja Schönheit und Mehrwert auch für unsere Nächsten. Ich möchte dich jetzt einladen, bevor wir gemeinsam die göttliche Kraft aufnehmen, alles, was schwer war, abzugeben und all das, was dich von der Freude in deinem Leben trennt, abzugeben in die höheren göttlichen Bereiche, in die göttlichen Hände. Und zu Beginn bitte ich für dich um göttlichen Schutz und göttliche Führung. Ich bitte Gott Mutter und Gott Vater, die Quelle allen Seins, alle lichten Kräfte, die jetzt an unserer Seite sind, alle lichten Engel, Meister, und guten Energien an unsere Seite. Ich bitte darum, in einen geschützten, heilsamen Raum
eintreten zu dürfen, in dem Heilung, Befreiung auf allen Ebenen geschehen kann. Bitte, wenn es dir möglich ist zu sitzen, dann setz dich aufrecht hin, die Füße sind auf dem Boden, gut im Kontakt mit Mutter Erde. Deine Beine sind nicht überkreuzt. Deine Hände liegen mit den Handflächen nach oben hin geöffnet auf deinen Oberschenkeln. Dein Rücken ist frei und nicht angelehnt. So ist die optimale Position, um den Heilstrom aufzunehmen. Wenn du liegen möchtest, so kannst du das genauso tun. Der Heilstrom fließt im Liegen wie im Sitzen. Wichtig ist auch hier, dass deine Arme und Beine sich nicht überkreuzen. Und dass die Handflächen nach oben hin geöffnet sind, Richtung Himmel, wie Schalen. Und jetzt gönn dir einen Augenblick des Ankommens. Im Hier und Jetzt, in diesem Raum, in dem du dich gerade befindest. Atme durch deine Nase ein und alle Anspannung des Tages durch deinen Mund aus. Wiederhole das ruhig nochmal. Du atmest durch die Nase ein. Und alle Unruhe und Spannung aus deinem Körper aus. Mit jedem Atemzug kommst du mehr und mehr im Jetzt an. In deinem Körper, in diesem Augenblick. Und ich lade dich ein, dir die göttlichen, großen, lichtvollen Hände vorzustellen, wie sie zu Schalen geformt vor dir erscheinen, bereit, all das, was du heute für jetzt und dein weiteres Leben nicht mehr möchtest, in Empfang zu nehmen. Stell dir vor, wie die göttlichen Hände vor dir erscheinen. Große, leuchtende, lichtvolle Hände, die dir alles abnehmen können, was du nicht mehr brauchst. Und dir dabei helfen, deinen Entschluss, den du gefasst hast, mehr Lebensfreude in dein Leben einzuladen, umzusetzen. Jetzt spüre in dich hinein und gib alle Schwere, alle Belastungen, seien sie seelischer, geistiger oder körperlicher Art, ab nach oben in die Hände Gottes. Alles Schwere und Dunkle fließt aus deinem System heraus, aus deinem Körper heraus, in die Hände Gottes, wo es sofort in die Transformation geht. Solltest du die Neigung haben, viel zu grübeln und dir Sorgen zu machen, was ein großer Verhinderer an Freude ist, so gib doch die sorgenvollen Gedanken und diese Neigungen einfach ab und bitte darum, dass dir dabei geholfen wird, es loszulassen, dir über alles Mögliche unnütze Gedanken zu machen. Und ich bitte die lichten Kräfte und
Hol dir all die unterstützenden Energien an deine Seite, zu denen du gutes Vertrauen hast, und bitte sie mit, dir dabei zu helfen, jetzt alle Schwere zu nehmen. Und ich bitte diese lichten Kräfte, dich ganz und gar zu befreien von allem Unguten. Gib auch alle Diagnosen ab, die du vielleicht erhalten hast. Leg alles, was dich beschwert, in die Hände Gottes. Denn die göttliche Kraft vermag alles. Die höchste göttliche Intelligenz kann alles neu ordnen. Sehr gut. Lass dir noch einen Augenblick Zeit und beobachte, wie alle Schwere aus deinem System verschwindet, dir abgenommen wird und dein Gefäß, dein Körpertempel komplett gereinigt wird. Wunderbar. Jetzt atme noch einmal bewusst ein und dann nochmal alles aus zum Bekräftigen, dass du wirklich loslässt. Und sieh zu, wie die göttlichen Hände mit all dem Alten, all dem Schweren verschwinden, sich in Licht auflösen und alles mitnehmen, damit es transformiert werden kann. Und lass einfach los. Der Verstand ist Meister darin, Sorgen zu produzieren. Der Geist bestimmt die Materie. Und somit sind wir wirklich aufgefordert, auf unsere Gedanken zu achten. Und wir haben die Kraft und den Willen und die Macht mitbekommen, uns zu entscheiden. Für das Gute. Für das Heile und für die Freude. So, mach deine Hände weit auf, dein Herz weit auf, spüre dich im Kontakt mit dem Boden, mit Mutter Erde und mit dem Himmel und der göttlichen Quelle. Gott Mutter, Gott Vater, die lichte Quelle allen Seins, alle lichten Helfer und Engelwesen, ich bitte jetzt um den göttlichen Heilstrom. Ich bitte um die göttliche Freude, das göttliche Licht und es gibt jetzt nichts weiter für dich zu tun, als dich ganz zu öffnen, aufzumachen, dich empfänglich zu machen für die Freude, Leichtigkeit und Liebe Gottes.
Geh mit deiner Aufmerksamkeit in deinen Körper und spüre, wie der Heilstrom fließt, das heilsame Licht direkt aus der Quelle des Lebens. Und du atmest dieses Licht und diese Freude, diese pure Lebenskraft in dich ein. Jede Zelle füllt sich an mit Zuversicht, mit neuer Energie. Leichtigkeit und lichtvoller Wärme. Und wie die Vögel jeden Morgen voller Freude singen, soll auch dein Herz singen, mehr und mehr. Jeden Moment deines Lebens. Und lass deine Zellen wirklich auftanken, in der Schwingung der göttlichen Freude vibrieren, die alles ordnen kann. Spüre in dich hinein, spüre, wie der Strom fließt. Pure Lebensenergie, Lebensfreude, die in allem strömt, was atmet und lebt, fließt dir jetzt zu. Erlaube dir zu lächeln. Erlaube dir, deinem eigenen Herzen zuzulächeln. Und der Heilstrom fließt genau dorthin, wo du es brauchst. Und der Heilstrom fließt in deine Augen, damit sie die Schönheit der Welt noch mehr sehen können. Und der Heilstrom fließt in deine Ohren, damit die schönen Klänge des Lebens noch besser wahrgenommen werden können von dir. Er fließt in deine Hände, damit sie noch mehr Schönes gestalten können. Und der Heilstrom fließt in dein Herz, damit es sich noch mehr öffnen kann für die Liebe, dafür Liebe zu geben und Liebe zu empfangen. Der Heilstrom fließt in deine Beine und in deine Füße,
damit du mit jedem Schritt in deinem Leben ein Stück weiter vorangehen kannst, mit Leichtigkeit und Freude. Der Heilstrom fließt auch in deinen Mund, in den Hals, damit mehr Schönheit in deinen Worten gespiegelt werden kann. Du schöne Dinge sprichst, heilsame Worte sprichst für dich und dein Umfeld. Lass die göttliche Kraft dich ganz verwandeln. Denn das Leben ist Freude, pure Freude und Liebe. Und erinnere dich nochmal an die Vögelchen, die jeden Morgen voller Freude singen, um dich zu erinnern. Und wenn du die Vögelchen singen hörst am Morgen oder am Abend, ihr Loblied auf das Leben hörst, dann erinnere dich an die Freude des Lebens in Dankbarkeit. Und deine Seele darf sich aufschwingen in Leichtigkeit, losgelöst, freudig. Und sie lässt den heilsamen Strom Gottes ein, überall dorthin hinein, wo du es brauchst. Neue Lebenskraft und Freude für dich jetzt. Und dieser Lebensstrom fließt auch deine Wirbelsäule entlang, das Rückenmark entlang, aktiviert, erneuert, durchlichtet. Der Körper neue Zellen bilden kann, zur Reparatur, zur Heilung. Und diese lebensspendende Energie fließt durch dein Blut, durch deine Adern. Lass dich ganz durchströmen und heilen. Deine Muskulatur entspannt sich, der Strom fließt in jeden Winkel, wenn du es erlaubst. Gottmutter, Gottvater, lichte Quelle allen Seins. Ich bitte auch um mehr Freude in deinem Alltag. Dein Alltag, der kein Alltag ist, denn kein Tag ist wie jeder andere, wenn du genau Acht gibst und dich einlässt. Ich bitte um mehr Lebensfreude für dich und deine Liebsten, dass ihr mehr und mehr Freude und Leichtigkeit teilen könnt
und diese Energie von dir in dein Umfeld fließt, dorthin, wo es gebraucht wird. Ich bitte darum, dass ein bisschen mehr Kindlichkeit in dein Leben einziehen darf, Unbeschwertheit. Denn mit Leichtigkeit und Unbeschwertheit geht so vieles einfacher. Und ich bitte auch um mehr göttliche Freude im Herzen aller Menschen. Freude an der Natur, an all den Geschenken, die für jeden Einzelnen von uns bereit liegen. Energie folgt der Aufmerksamkeit. Möchtest du mehr Freude erleben, so darfst du danach streben, darfst du dich ausrichten, deinen Blick darauf richten. Und so kann sich dein Leben mehr und mehr verwandeln. Gönne dir einen Moment der Stille für deine Herzensbitten, die du an die göttliche Quelle richten möchtest. Und spüre weiter in deinen Körper, wie der Heilstrom fließt. Und wisse, du wirst erhört. Bitte auch darum, dass du bei allem, was du tust, im Moment sein kannst. Deine Aufgaben mit Freude erledigen kannst. Die Schwingung der Freude ist ganz hoch. Ganz, ganz hoch. Und ist wirklich in der Lage, vieles zu verwandeln ins Gute, ins Schöne. Lass den Heilstrom weiter fließen, lächeln, sieh dich selbst in deinem höchsten Ideal, in deiner Vorstellung gesund und glücklich. Vollkommen gesund und glücklich. Ganz mit dem Guten und mit dem Göttlichen verbunden.
strahlend. Genieße diesen Strom. Wir lassen dir jetzt nochmal ein Lied spielen, Reflections. Darin geht es genau darum, die Schönheit und die Verbundenheit mit allem, was ist. Und bleib ganz bei dir. Mach nochmal ganz weit auf und lass dich durchleuchten, durchlichten, durchströmen von der göttlichen Kraft. Aufladen mit neuer Energie, voller Vertrauen und Glauben an das Gute für dich in deinem Leben, für deine Liebsten. Und in der Gottverbindung. Bis gleich. I am.
Ja, du liebe Seele, danke, dass du dich regelmäßig mit der göttlichen Kraft verbindest, denn du tust es für dich, aber auch für dein Umfeld und ja, damit für das Kollektiv auf dieser Erde. Und ja, bevor wir gleich abschließen, uns nochmal einstellen mit dem Friedensmantra, möchte ich dir sagen, dass das Beste, was du für deine Lebensfreude tun kannst, ist, dem Unguten keine Beachtung mehr zu schenken und deinen Geist wirklich zu trainieren, darauf zu bemerken, wann du dich mit dem Unguten verbindest. Und sofort umzuschalten, sofort auf etwas zu schauen, was schön ist, was leicht ist. Ob es, wie gesagt, ein Musikstück ist oder ein schöner Text oder die Verbindung mit der Natur. Lebensfreude, die Gesundheit beinhaltet auf allen Ebenen, entsteht eben auch dann, wenn wir wirklich uns selbst immer weniger erlauben, uns mit dem Negativen und dem Grübeln, mit dem Übel im Grübeln zu beschäftigen. Ja, ich wünsche dir und deinen Liebsten eine gesegnete Zeit. Und ich freue mich sehr, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist, wenn du den Stream auch teilst, es deinen liebsten Menschen sagst, dass wir hier zusammenkommen, immer um 20.15 Uhr. Und freue mich selbst schon darauf, nächste Woche wieder mit euch in Verbindung zu sein. Ihr könnt jederzeit Fragen stellen, noch im Chat, ich bin auch noch ein bisschen länger da. Und ich möchte euch auch sagen, dass wir gerade dabei sind, die schönsten Streams, die kraftvollsten Streams zu überarbeiten, noch mit heilsamer Musik zu hinterlegen, Qualität zu verbessern und auf meine Internetseite zu stellen, da wir immer wieder auch ja, jetzt Nachrichten bekommen haben von Leuten, die gefragt haben, gibt es sowas auf CD? Auf CD haben wir es jetzt nicht, aber nicht jeder möchte immer auf YouTube sein, um sich ja, damit einzustellen. Alles, alles Liebe, den ganzen Segen, den ganzen Schutz, die ganze Freude vor allem für dich und deine Lieben. Und bis nächste Woche, deine Vivica.
Je suis
I am.
Frieden.